Hallo und herzlich willkommen bei Swords and Magic and Stuff mit, wie heißt du? Tork. Ja, mit Tork und Gork. Mit Tork und Gork. Hallo, wir sind's. Guten Tag. Schwerter, Magie und so gezuppelt. Dein Onkel hat uns einen Brief geschrieben, ne? Ja, ich will mit dem aber nichts mehr zu tun haben. Warum nicht? Ja, das ist, das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Das ist eine ganz, Tobi, hat er dich berührt? Mein süßes Enkelkind. War aber doch nicht der Onkel, du Ekelhaften. So. Ich hoffe, du hast dein Ziel bereits erreicht, während du das hier liest. Ich selbst bin nie so viel herumgekommen. Ich weiß, du bist ganz aufgeregt, Tyrawin zu erkunden, sobald du ankommst. Aber du erinnerst dich doch, dass die Welt ein riesiger Platz ist. Also versuch nicht, alles an einem Tag zu sehen, okay? Und stell sicher, dass du jeden Tag neue Socken und Unterwäsche trägst. Denn so mag ich das, Opilein. Achso, ich muss ja auch mit dem quatschen wahrscheinlich, ne? Musst du? Ist doch Multiplayer. Müsst doch eigentlich... Oh. Nee. Ich muss auch mit dem quatschen. Erik? Tobi? Was? Soll ich gehen, oder? Nee, ich mach grad Cosplay. Ich cosplay einen Baum. Warte mal. Ja. Bleib mal. Ich komm da nicht rein. Erik, wie machst du das? Warte, kann ich... Okay, hinten ist aber auch nicht besser gerade. Guck mal, hinten. Alter. Ja, oh, Träumchen. Stell mal vor, die wäre immer noch zu. Das wäre natürlich peinlich. Noch mal, wir müssen, glaube ich, nochmal mit dem quatschen. Müssen wir? Ja. Okay, du hast einen Knopf gedrückt, ne? Hm? Was habe ich? Einen Knopf gedrückt? Ich sammle hier gerade Mysterious Instructions auf. Warte mal. Ich lese mal kurz vor. Was kannst du... Also, hast du da drüben einen Hebel bei dir? Warte, einen Hebel? Ja. Nein. Tobi? Ja? Ist das Tor zu? Ja. Hast du... Nein, aber ich glaube, weil du weitergegangen bist, ist das hinter dir zugegangen. Ja, ist jetzt ein bisschen ungünstig. Das ist ein bisschen uncool. Ah ja, sehr gut. Findest du auch lustig, ne? So einen verfickten Schreck einzujagen. Arschloch. Oh, nice. Was denn? Alter, ich sag doch, wie ein Neandertaler sitzt da. Boah, geil, Tork. Voll geil, Gork. Das Schiff, jo, ich bin Kapitän, nicht? Jo, Captain, Mensch, kann ich anheuern auf Ihrer Schalube? Nee, verpiss dich. Ja, schade, nicht? Ich hab ja, ich hab gerade Freigang und wollte mal fragen, ob Sie vielleicht einen Nebenjob haben für mich. Ich geb dir gleich Freigang ins Gesicht, Junge. Jetzt mach dich vom Acker. Haben Sie nicht einen Nebenjob für mir? Ich bin Kombüsenjung. Hä? Coming soon? Wie? Ich will aber jetzt. Ich mach mal Tee. Ja, gut. Vielleicht will ich da doch nicht hin. Ja, hat sich gerade erledigt. Hier in Tyrawin, was? Wollen wir uns nicht an der Entbaumung beteiligen? Und das ist der Grund, warum wir hier heute sind. Denn wir wollen unsere Welt erhalten. Wir finden Alternativen. Angela, bist du's? Zum Beispiel die Baumstümpel, die unter den Bäumen erscheinen. Eine wundervolle Quelle für Holz, das man zum Crafting benutzen kann. Aber wir fällen niemals die Bäume. Wo kommen die Baumstümpel dann her? Nächste Frage.
Was für eine fantastische Klasse. Okay, sehr gut. Ah. Don't chop the trees. Okay, cool. Hat mir sehr gut gefallen, Tobi. Ich habe viel gelernt heute. Diese Unterrichtsstunde wurde Ihnen präsentiert von der Europäischen Union. Ja, hey, wie kommen die Schiffen dahin? Autos! Abflugfilter! Nein! Gut, gut, gut. Ja, sind wir für die Folge durch, wa? Tobi, wo bin ich? Hä? Hey, wo bist du denn? Erik? Das ist so doof. Hä? Das ist... Nee, das ist ganz falsch, Erik. Das andere Leute falsch. Werden bei der Geburt getrennt, wir wurden zusammengenäht. Das ist ganz falsch. Einfach die Stadt voll die Deppen, voll die Honks einfach. Jetzt hab ich den Erik auch noch getroffen, aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, Tobi. Ich bin fast tot. Hey, da hättest du endlich mal die Dinger gesehen. Warte, komm. Tobi. Boah. Da versteckst du dich hinter mir? Das ist ja kein Erzählen hier, da versteckt er sich einfach. Einfach angreifen, dieser Tobi verstecken. Hey, das war jetzt nicht witzig. Oh. Warte. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Ich weiß nicht warum, hier. Ich weiß auch nicht warum du gerade lachst, Erik. Geil. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich eine Krabbe als Tier, pass mal auf. Boah, dann kotze ich. Dann kotze ich, okay. Ist das eine Krabbe, Erik? Tobi. Das ist eine scheiß Krabbe. Okay, warte. Ja, geil! Bestes Let's Play in Zukunft, yay! Herr Range, bitte links. Wie gut ist das denn? Warte mal. Warte. Okay, das war's. Das ist eine Krabbe, die kann nicht schwimmen. Weißt du doch. Gut, hier, das hätte ich berücksichtigen müssen. Warte. Geht das? Alter. Hä, wie cool das bitte ist! Das ist wie ein VW Caddy. Nur anders. Einfach nur, wenn wir noch was brauchen. Tobi, überanstreng dich bitte nicht, ja? Beim Spielen. So, nimmst du vielleicht ich auch. Ich lebe das Dübel live, ja? Bitte. Oder gegengeklatscht, einfach so. Alter. Nein! So ist der Tod also, Tobi. Danke, dass du uns mal demonstrierst.
Hä, ich sehe dich schweben, wie cool. Erich. Was geht bei dir? Wie cool. Erich. Tobias Fulk, schreib in das Buch. Tobias Fulk, gib uns ein Zeichen. Gut, dass der im Wasser einfach mal so hoch springen kann. Ja, Gott sei Dank ist das realistisch dargestellt, wie auch wir das können. Guck mal, voll synchron. Ich kann das aber auch in echt. Ich bin da wie so ein Delfin, weißt du? Du machst auch diese Geräusche immer, wenn dich keiner beobachtet. Ich würde jetzt gerne zu der Musik ein bisschen Bauch tanzen. Tobi, ich würde Geld dafür zahlen, das zu sehen. Ich würde gerne einen Vlog davon machen, wie du Bauch tanzt, Tobi. Ja, Channel ist eröffnet jetzt. Alles klar. Wenn es mit LPs nicht mehr läuft, mach einfach Bauchtanz-Videos. Wo sollst du hin für das Pferd? Und wo hast du die Quest her? Ich brauch die auch noch. Das wirst du nie erfahren! Verdammt! Ach, da hab ich schon wieder reingelegt. Ich glaube, er ist tot. Erik! Du bist wirklich tot? Erik! Du bist wirklich tot, Tobi! Da war ein Schwein, Erik! Morino! Tschüss! Tschüss! Entschuldigung! Ich sehe, du hast auch Spaß, Tobi! Ich sehe, du hast auch Spaß! Toll. Ich vermisse die Krabbe!